Flexibilität, zeitliche Flexibilität, örtliche Flexibilität, arbeiten wann und wo man will und ja, wann, wo und wie man will. Das ist eigentlich die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und es gibt nur einen Weg, wie man Flexibilität ermöglicht, die digitale Transformation. Wir sind bei Weitem nicht durch. Es kulminieren mehrere Trends momentan, die zusammenlaufen. Das erste ist Post-Covid, was immer das heißt. Der zweite ist die Digitalisierung mit der im gesamthaften Sinn. Dann haben wir das Thema Shortage of Workforce, also zu wenig Arbeitskräfte im Markt. Und dann hat man die Anforderungen einer neuen Generation von Mitarbeitern, die komplett anders sind, als meine Anforderungen gewesen sind. Und das macht es momentan so spannend, bedingt aber Veränderung. Also dieses Big Picture, von dem ich immer spreche, und das Gemeinsame, dem wir gemeinsam arbeiten, ich glaube, das macht den großen Unterschied aus. Super zu sehen, dass jeder in einer Aufbruchsstimmung ist, also die neuen Arbeitswelten neu zu gestalten, neu zu denken. Ja. Und man sieht, dass man aus der Krise sehr, sehr viel Positives auch gestalten kann für die Zukunft.